Hallo, willkommen zu einer neuen Folge 7P Range Talk. Ich freue mich sehr, heute Romy Lippert von der Firma Inroform nochmal bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist Ernährungstherapeutin. Hallo Romy, vielen Dank, dass du da bist. Hallo Kerstin, danke, dass man mich kennt. Und wir unterhalten uns heute über gesunde Pferde, wie sie aussehen, was man fütterungstechnisch beachten kann, soll, darf, muss. Und wursteln uns ein bisschen durch das Thema Ernährung und gesunde Pferde. Wursteln ist der richtige Ausdruck für das Thema. Jetzt sage ich wursteln, weil wir uns nicht so ganz, also das Finden des Themas war jetzt ein bisschen schwierig, dass man es das einfach in einem Satz eins komprimiert. Genau. Weil man es eigentlich fast nicht in eins packen kann, weil da gibt es extrem viel Wenn und Aber und Dann und Hätte und Haltungsbedingungen und Rasse und Alter und Trainingszustand und. Und da kann man halt einfach nicht hergehen und sagen, das ist in Anzug eine. Was jetzt schon mal wichtig ist, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie ein Pferd ausschauen sollte und dastehen sollte. Wie wir es im letzten Rennstock schon gehabt haben, das Thema. Die meisten Pferde sind leider zu dick. Man stellt sich die Pferde immer etwas zu rund vor. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, eben Tierärzte sehen die Pferde gerne anders. Und selbst bei uns Ernährungstherapeuten haben wir schon ein paar Mal festgestellt, dass der eine eher zu dem tendiert oder zu den anderen. Ich persönlich für uns tendiere dazu, dass ich sage, ich sehe beim Pferd die ersten drei Rippenbögen leicht bedeckt. Also so, dass ich, wenn ich von der Seite drauf schaue, noch ganz leicht am Bogen sehe. Und das hintere soll bedeckt sein, aber ich möchte es bitte noch ertasten können. Runder Popo, da kommst du drauf an. Runder Popo ja, aber nicht runder Popo fett gefüttert. Sondern also runder Popo schön trainiert. Ja. Bin ich voll mit dabei. Schöne Brustpfanne, ja, richtig schön. Aber halt bitte auch jetzt kein Fett, sondern eine Muskulatur. Dann eben das Thema Mähne oben. So, viele sagen dann immer, boah, ich bin ganz stolz, weil er oben so eine richtig schöne Oberhalsmuskulatur hat. Dann kommst du hier und dann sieht man eigentlich, lieber Kunde, das ist keine Oberhalsmuskulatur, was du hast, sondern das sind die ersten Fettansätze vom EMS, heißt, das Pferd ist zu dick. Da gibt es einen sogenannten BCS, den Body Condition Score. Viele meiner Kollegen arbeiten auch immer noch mit dem. Ein paar, inklusive mit mir, die schon länger jetzt in der Branche sind, sehen eigentlich auf den ersten Blick jetzt schon fast immer neu zu, wo ordnet das Pferd ein. Also man kriegt ein Gefühl dafür. Am Anfang ist es wichtig, mit dem zu arbeiten, damit man den Instinkt dafür hat. Man soll aber trotz alledem schon auch abtasten, wenn es möglich ist, weil es halt auch um das Muskuläre geht. Ein Muskel sieht man nicht immer gleich sofort, wie fest oder wie hart ist er. Weil das muss ich auch bei der ganzen Fütterung mit einbeziehen, wie steht das Pferd muskulär da. Bezüglich der Fütterung, was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Jetzt war nicht von den einfachsten Regeln, das kennt aber, glaube ich, eh mittlerweile hoffentlich jeder Pferdebesitzer, dass ein Kraftfutter nie gegeben wird vor der Fütterung. Wenn man ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt hat mit Fütterung, dann weiß man es, aber trotz alledem stellt man da immer in einer Beratung fest, dass es ganz viel gibt, die wo das nicht wissen. Also das ist ja nicht gänzlich neu, dass du was kriegst. Wobei das ja eigentlich wieder ich als Endkunde wahrscheinlich meistens nicht beeinflussen kann, sondern ich hoffe, dass das die meisten Stallbetreiber oder jetzt auch die letzten Stallbetreiber dann einfach berücksichtigen. Ja, das ist genau eins immer unserer Themen. Jeder oder viele Stallbetreiber, die jetzt keine offene Stallhaltung haben, sind abends die Pferde in die Boxen bringen müssen, haben da alle das gleiche Problem. Sie müssen irgendwie einen Anreiz haben, dass die Pferde freiwillig in die Boxen gehen. Heißt natürlich, es wird über Fütterung meistens gesteuert. Und da ist halt leider Gottes schon noch ganz stark gang und gäbe, dass dann auf den nüchternen Magen, wo schon 6 Stunden draußen waren, reingegangen, dort ist schon abgenappert, haben nichts gehabt. Es ist jetzt aber auch kein Heurauf für die draußen, ist bei der Kabel rausgeschmissen und die stehen einfach auf der Weide und haben nichts. Da gehen die abends wieder rein. Und dann kriegen die Kraftfutter da rein. In erheblichen Mengen. Und man muss immer sagen, nein, Anreiz ist gut.
aber dann bitte bloß Orkel und Schaufel, ja, und eine Karotte mit dazu. Dann geht das Pferd genauso gerne. Es kommt immer auf die Menge an, wo das gefällt. Also das ist immer so verständlich vom Stallbetreiber, dass das deren, aber die müssen halt auch mal ein bisschen lernen, dass da mal ein bisschen sich anpassen und die Pferde nicht krank füttern, sondern versuchen, sie gesund zu erhalten. Ja, wäre, glaube ich, in jedem, im Sinn von jedem Beteiligten, dass die Pferde möglichst lang, möglichst gesund sind. Da haben wir dann auch wieder bei dem Thema mit dem Trainingszustand mit dazu. Mhm. Eben auch mit Rasse, mhm, mit dem Alter. Ich kann es nicht von einem Pferd mit 25 Jahren die gleiche Leistung erwarten wie von einem Pferd mit 10 Jahren. Mhm. Dementsprechend muss man halt dann auch auf die Fütterung eingehen. Oder wenn man mir unsere Reiter, die wo Turniere gehen, haben wir ja auch das Thema. Das eine ist die Turniersaison, wo man die Pferde anders einstellt, ja, von der Fütterung. Das andere ist dann die Zeit, wo sie von Haus aus eher eine Pause gönnen. Mhm. Und das andere ist dann die Zeit, wo sie wieder anfangen anzutrainieren. Mhm. Da stellen wir die Pferde von der Fütterung immer komplett anders ein, weil ein ganz anderer Bedarf einfach da ist. Ja. Das heißt, zum einen, im Training brauchst du natürlich mehr Protein, Eiweiß und halt im Thema Aminosäuren. Wenn ich dann das Pferd nicht mehr bewege, dann passe ich das etwas an. Ist es dann wichtig, dass man die Mengen langsam erhöht? Oder kann man sagen, nein, ich erhöhe jetzt gleich mal um eine ganze Schaufel pro Tag? Wie siehst du das? Das sieht jetzt, ja, genau, wie sieht ich das? Das hast du schon gesagt. Also alles, was wir so im Rennstock besprechen, ist eigentlich immer in der Masse das, wie es wir sehen, wenn wir unsere eigenen Erfahrungswerte haben. Ja. Und wir haben grundsätzlich Fans davon, egal was es ist beim Pferd, langsam anzufüttern und langsam auszustreichen. Jetzt haben wir wieder nebenbei Futtermittelrecht. Im Futtermittelrecht unsere Texte auf den Etiketten müssen wir uns ja an bestimmte Angaben halten. Mhm. Leider Gottes, deren ist nicht alle Kollegen, warum sie die da manchmal gegenseitig immer ein bisschen hinhängen bei der Regierung. Okay. Aber man darf keine Werbeversprechen machen, man darf keine Heilversprechen machen. Und man darf auch gewisse Wörter nicht benutzen, mhm, wie ein Wort, was ich so gern benutzen würde. Das ist kurweise. Okay, und das darf man nicht rechnen. Kur ist ein medizinischer Begriff und darf nicht futtermittelrechtlich angewendet werden. Okay. Wir hätten es aber gern. Also wir sagen immer, egal was für ein Produkt, am besten immer kurweise. Mhm. Heißt, wenn jetzt ich Produkte benutze, die wohl zur Basis habe, mhm, oder für eine bestimmte Grundfütterung, dann gibt es Produkte, wo man sagt, die gibt man nicht konstant, sondern wir geben es kurweise. Dann gibt es Produkte, so ein Beispiel für ein Produkt, also einfach fürs Verständnis. Kurweise, mhm, nehmen wir zum Beispiel ein Gelenkspräparat. Mhm. Okay. Gelenkspräparat, also unser Natural Feed Gelenke, also wir sind ein Bänderapparat, da haben wir den Namen leider nicht so treffend gefunden. Im Nachhinein so mal, hätte man gesagt, Sehnen und Bänder. Mhm. Habe jetzt ein Pferd mit einer frischen Sehnenverletzung, dann gibt man das natürlich 3-4 Monate am Stück durch. Habe jetzt aber Pferde, die wo schon älter sind oder durchtrittig sind oder Gelenksknacksen mit da ist, dann sind wir mehr Fans von Kurweise. Das heißt, 2-mal im Jahr gibt man das schon mit Kurweise. Heißt, im Sommer soll man meistens bitte absetzen, gucken, wie es dem Pferd geht. Wenn dann wieder das Matschepampe wieder losgeht, wo man eh merkt, sie werden schon wieder ein bisschen schwerer, fängt man rechtzeitig an und gibt es über die kalte Jahreszeit hindurch komplett. Mhm. Dann haben wir natürlich Pferde, die wo alt sind und von Haus aus Sehnenprobleme haben, wo man sagt, okay, da kann man dann hergehen und sagen, man gibt es kontinuierlich durch. Aber bei unseren Produkten, die sind so konzipiert, dass wenn ich eine Daueranwendung mache, im Normalfall auf die Hälfte runterdosiere. Mhm. Warum auf die Hälfte? Weil es dann immer noch gut wirken, mhm, nicht so bombenmäßig wie bei einer akuten Sehnenverletzung zum, ja, Beispiel, aber sie wirken kontinuierlich. Hintergrund ist schonen. Das heißt, den Leberstoffwechsel schonen, mhm, aber bitte auch den Geldbeutel vom Besitz. Mhm. Hört sich jetzt dumm an, aber es kostet alles narrisch wie Geld. Mhm. Und ich kann die Futtermittel bewusster einsetzen, somit entlastet die Leber. Und ich selber da mal dann auch den Gefallen. Viele Frauen sind dann in die Beratungen oft an der Stelle, ja, dann sollte ja das jetzt auch nicht dauernd durchgehen. Ja. Ja, aber wie macht es dann euer Geld? Ja, ganz einfach. Wenn jeder Besitzer in Deutschland von einem Pferd von uns
nur das Basismineral hat und sein Pferd nur dann noch was dazu gibt, wenn er Bedarf da ist, sei es wenn es krank ist, sei es wenn es Training heißt, sei es wenn er nur ein Bedarf da ist, kann man sich beschweren. Also, aber jetzt wäre nicht wirklich krank gefüttert. Und Mineralfutter ist allerdings so zu sehen, dass man das durchgibt, das ist keine kurweise Fütterung. Richtig. Mineralfutter soll man grundsätzlich füttern. Früher nicht immer nur der Meinung, Mineralfutter braucht man nicht. Viele meinen auch, Mineralfutter ist im Sommer nicht nötig, weil die Pferde ja auf dem Gras sind. Okay. Ist jetzt für mich etwas paradox, weil Kerstin, das Heu kommt von wo? Von der Wiese. Ja, also vom Gras. Also finde ich das immer etwas paradox, wenn die das dann sagen. Dann kriege ich dann oft als Antwort, naja, aber die sind dann abgelagert und hat weniger drinnen. Sag ich, noch weniger. Es geht nicht. Selbst im Gras ist nicht ausreichend. Ich meine, diejenigen, wo das interessiert, die können gerne anstatt Heuanalyse mal Bodenanalyse machen. Dann können wir die ganzen auch schon mal ein bisschen näher, wo es ist denn da wirklich noch drinnen? Wo soll denn die Defizite? Da muss man unterscheiden, wir haben ganz viele Kundschaften, die gehen dann her und stellen einen Zweijährigen, Einjährigen gerne ins Alpenvorland raus. Da kann ich wirklich einmal sagen, mit einem ruhigen Gewissen, da brauchen sie mich keinen Alpenvorland. Weil da ist das Gras dermaßen gut, wo ich sage, okay, die 3-4 Monate tut es einem mit gut, gehen sie mit nichts kriegen. Einfach nur Naturpur, einfach die Pferde aufwachsen lassen, ohne dass ich schon reingrätsche. Aber da geht es ja schon los, die kriegen ja bei der Geburt dann eben schon die ersten Impfungen, wo man dann schon den ersten Eingriff in den ganzen Organismus hat. Ja. Die Mutterstute kriegt dann schon was, obwohl es eigentlich adaptieren ist, es eigentlich nicht sein sollte. Und da sind ja dann schon die ersten Stoffwechsel im Kreis. Und das geht ja schon ganz früh los. Und Fütterungsfehler in der Realität, stellen wir mit mir fest, haben wir ganz oft erst 3 bis 5 Jahre später, ab da, wenn man gefordert. Das ist aber mit einem Futtertagebuch. Wieso ist das so schlimm, dass es ein Tagebuch zulegt für sein Pferd? Da wo ich notiere, wann ist der Hufschmied? Hat der Hufschmied gesagt, dass ich irgendwo an irgendeinem Fuß ein Strahl falle? Wird man es nicht aufgeschrieben, scheiße. Jetzt hat mir das der Tierarzt gefragt. Irgendwo hat der Hufschmied gesagt, habe ich es, aber an welchen Haxen laufen? Einfach notieren. Der Zahnarzt war da. Der sagt, ey, Lex, jetzt, boah, die ganze rechte Seite noch abschleifen müssen. War vielleicht ein Ernährungstherapeut interessant, wenn er dann liest, heute zur Fütterung hat der Tierzahnarzt schon irgendwas gesagt, ist schon ein Defizit bei den Zähnen. Das kann man sich dokumentieren, das ist ja jetzt eigentlich nicht so schwer. Und das ist in der Realität, gern sie sich leider nicht. Und da kann man sich dann auch notieren, als Pferd ist er auf der Weide ausgerutscht. Warum? Irgendwann, 3-4 Wochen später, kommt der Bereiter, wie auch immer, sagt, hey, der ist irgendwie spannend. War was? Jetzt weiß ich das nicht mehr. Für einen Osteopathen oder Physio wäre das vielleicht interessant zu sehen. Hey, was waren da mal vor ein paar Wochen? Und da ist echt nichts dabei, indem man mal ein stinknormales DIN A5, von der Sparkasse überall, Reifeisen, überall gibt es ja den Jahreskalender. Da kann man sich ja das irgendwo ein bisschen notieren, vielleicht mit so kleine Post-its, unterschiedliche Farben, Hufschmied gelb, Sonnert grün, die tun wir da ein und da kann ich jederzeit nachschauen, was ist denn da nicht gewesen. Aber halt schon interessant für uns als Fachpersonal, wenn man sagt, man kriegt eine Pferdeberatung, Dokumentationsfragebogen, was war alles? Weil da kann man auch schauen, von der Fütterung her, muss man da irgendwo eingrätschen? Ist da vielleicht ein Defizit gewesen? Auch das Thema Husten. Husten hat irrsinnig viele Ursachen. Da kann man nicht oder ganz selten sagen, es ist jetzt ein Auslöser. Ja. Da geht es los mit den Kotproben. Ist in der Kotprobe Thema Lungenwurm. Denen ist immer ab, auch für Tierärzte, die sagen, ach so ein Schwan, was die redet. Ja. In der Realität schaut es anders aus. Okay. Lungenwurm ist weiter verbreitet, als was man glaubt. Hintergrund ist ja der Esel. Es ist ja noch sehr weit verbreitet, dass Esel und Pferde zusammenstehen. Der Esel ist der Überträger davon. Das Pferd zieht von dem Stall aus, geht in den nächsten Stall, die haben wieder Kontakt. Das Pferd zieht wieder um und sie verbreitet sich ja auch. Da haben wir jetzt erst wieder einen Stall gehabt. Also von dem Husten im Stall war der Lungenwurm. Okay. Und das sind nicht alles so Themen immer, wo es halt untergeht. Ne? Das sagen wir immer notieren, aufschreiben, Ursache finden, die Fütterung dann wirklich auf das einzustellen.
genauso wie Entwurmung, wo es dann heißt, Kotwasser, Durchfall. Wo du dann einen Kunden fragst, wann habt ihr entwurmt? Oh, geleckt, das weiß ich nicht mehr. Geleckt, was im Herbst das letzte Mal, da haben wir im Frühling auch nicht gemacht. Okay. Oder mit was? Naja, wenn sie wissen, wann, dann brauche ich gar nicht fragen, mit was. Auf was ist denn entwurmt worden? Was ist eine Sache? Oder eben die Themen, wo ich ja mit eurem lieben Dr. Aschenbrenner auch schon mal gesprochen habe, Thema Magendasseln. Das sind ja alles so Themen, wo es mal ja alles auf dem Schirm haben sollte. Und je mehr Notizen sich der Pferdebesitzer da macht, umso näher können wir mir Fachpersonal, egal wer, auch unserem Ziel näher. Oder spannig. Warum ist denn ein Pferd spannig? Weil es ja Ungleichgewicht vermutlich irgendwo hat. Ob es so leer ist oder wie ja, immer. Genau. Oder eben halt Thema Rücken mit den Organaufhängungen mit dem Rücken. Wo hat denn das Pferd am Rücken ein Problem? Das kann ja auch ein Problem sein, dass er auf den Darm wirkt, wo ich dann auch schon wieder akut was habe. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ist das eigentlich, jeder Ernährungstherapeut von uns legt sich im Laufe der Zeit ein Steckenpferd zu. Der eine spezialisiert sich mehr auf Leber, der andere mehr wie jetzt eher die Stoffwechselthematiken. Ein Kollege von mir ist dann eher auf dem Darm. Ein anderer ist dann eher wieder, wo sagt, nein, mich interessiert alles mit PSSM. Aber wir tappen uns alle leichter mit den Notizen der Pferdebesitzer. Und an das habe ich noch gar nicht gedacht, weil grundsätzlich denkt man oft, ja, das kann ich mir schon merken, aber im Laufe der Zeit ist es halt dann weg und dann weiß man womöglich nicht mehr, in welchem Jahr war denn welche Krankheitsgeschichte oder Kleinigkeit ist ja in der Regel immer irgendwo. Also das ist ein guter Hinweis und das wäre nicht erfolgen, wenn man ein paar mehr Pferde hat. Ja, das sage ich, mir sitzen wir, wo es ja die Leute auch immer nicht so richtig registrieren. Mir sagen wir immer im Vergleich zu anderen Futtermittelherstellern, wir haben wir selber im gleichen Boot, wir sind wir selber Pferdebesitzer. Wir wissen wir von Rosmarin. Wir haben wir selber 4 Pferde. Und ich weiß, wie schwer das ist, dass, wenn halt irgendwas war bei einem, dass ich aufwege und mir gleich die Notiz mache, weil ich denke mir, naja, kannst du merken, schreibst du es am Wochenende ein. Also ich weiß, wie schwer das ist, aber ich weiß halt auch, wie wichtig das ist. Damit man ganz schnell zum Schluss kommt. Oder eben Trinkwasservergiftungen. Wir haben so oft das Thema Trinkwasservergiftung. Das glaubt man nicht. Wir selber waren auch betroffen davon. Also da, auch da wissen wir, von was wir reden. Ja. Oder halt auch das Thema, wenn ich das kurz anschneiden darf, wie man die Sachen rausfinden. Eben Heuanalyse, Haaranalyse, Blutbild, Wasseranalyse, Bodenanalysen, Bioresonanz. Der eine verteufelt das, der andere verteufelt das. Wo ich mir dann oft wünsche von den Leuten, einfach mal ein bisschen offener zu sein, sich einmal mit einem Ding, mit einem Thema zu beschäftigen und nicht von vornherein gleich sagen, ah, das ist scheiße, das mag ich nicht, das will ich nicht. Sondern sich einmal damit befassen und zu gucken, was ist da dahinter? Finde ich da irgendwas außer? Das ist immer so ein kleines Ding, was mir auf der Seele bringt, dass du die Leute manchmal das nicht ganz zulassen, was heutzutage eigentlich schon ein bisschen da wäre, wenn man es ein bisschen besser hinzuziehen würde. Okay. Ja, das sind lauter Kleinigkeiten, die einem oft gar nicht so bewusst sind, dass das eben dann eine Rolle spielen kann. Und es ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil man sich eben selber wieder an die Nase packen kann. Du hast schon gesagt, weniger ist mehr. Und das, glaube ich, ist auch so ein Thema, wenn wir nochmal kurz so auf Fütterung eingehen, vor allem auch Zusatzfutter. Wenn ich ein Pferd habe, das äußerlich gesund ist, dann brauche ich vermutlich jetzt nicht 25 Zusatzfuttermittel, sondern ein gutes Mineralfutter, eventuell ein Basisfutter, um einfach die Muskulatur zu erhalten, Eiweiß, Amino. Und dann sollte ich eigentlich gut beraten sein. Ja. Oder gibt es irgendwas, was man nicht vergessen darf? Wo man sagt, das muss unbedingt sein. Nein, das haben wir immer ein gutes Heu, gute Wasserqualität, Salzleckstein, keine Mineralleckbars. Ich weiß, das hören die Leute nicht gerne. Also ich bin ein Verfechter von Mineralleckbars. Ich habe immer gehört, die Pferde nehmen sich, was sie brauchen. Ja, dann hätte man ein paar Pferde, die auch eine Vergiftung haben. Dann sagt der andere wieder, naja, die Sterne sind ja da, wenn sie es anders zum Fressen finden. Wir hatten das mit Eicheln letztes Jahr tatsächlich, weil wir so viele trockene Eicheln hatten und die Pferde die so lecker fanden und wir wochenlang alles weggerecht haben, weil die haben Angebot an anderen Pferden. Ja.
haben wir ja oft mit den Pferden, die wo auf Obstweiden stehen. Und das ist auch noch sehr weit verbreitet. Und dann wundern sich die, das Kotwasser mal, wenn die Zwetschgen fressen, sogar mit dem Kern, haben wir auch schon alles gehabt. Äpfel ohne Ende. Also wenn ein Pferd das fressen würde, was ihm gut tut, dann gäbe es diese Probleme nicht. Das heißt, Mineralbar kann sein, dass mein Pferd auf den und den Mineralstoff extrem abfährt und dann aber auch zu viel davon aufnimmt und den es auch noch bräuchte, halt nicht, weil er sagt, schmeckt mir nicht. Genau. Okay. Begründet wird dann das immer so, oder sehr oft die Begründung ist dann, naja, wenn ich sehe, dass jetzt an den Mineralstein sehr häufig rangeht, dann weiß ich als Besitzer oder als Betreiber, dann braucht er von dem Stoff zusätzlich was im Mineralfutter. Ah, okay. Das heißt, mir hingestellt, ich finde es nicht gut. Weil da mal bei dem Thema, wo wir schon öfter gesprochen haben, ob das mal interessant wäre, eben das mit den Antagonisten wieder, wo wir jetzt da wieder haben, das passt in meinem Kopf alles nicht zusammen. Also ich persönlich, für mich als Ernährungstherapeut, mag es nicht mit dem Mineral. Ich finde, Mineralfutter, Spurenelementversorgung, alles, möchte ich mein Pferd nicht selber entscheiden lassen. Das ist für mich ein zu wichtiges Thema, wo ich sage, das möchte das Pferdebesitzer oder Stallbetreiber bitte selber in der Hand haben, wie ich da ein Pferd was kriege. Eben dann einen Salzlegstein mit dazu. Dann natürlich dementsprechend Kraftfutter mit der goldenen Regel, bitte nicht vom Heu füttern, aber für Muskelaufbau benötigen wir es in einer gewissen Menge. Jetzt werden viele so gelegt in die Beratung, sagen die immer, runterfahren, ja, der macht auch, aber es kommt immer auf das Thema drauf an. Da sitzen wir jetzt ein Erstchen bei einer Trainerin, wo ich ganz genau weiß, wie wichtig das Thema für euch ist. Wo man oft dann einmal diskutieren kann über das Thema. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur, wir wissen halt jetzt auch ganz klar, wenn jetzt ich halt zum Kunden sage, der Kunde sagt zu dir, das Pferd kriegt jeden Tag 2 Kilo Karotten. Also geht zum Kunden. Lieber Kunde, ab 1 Kilo Karotte wird etwas toxisch. Bitte nur 1 Karotte. Was, nur 1 Karotte? Ja, bitte nur 1 Karotte. Kerstin, warum nur 1 Karotte? Weil es zu viel Zucker hat? Nein, aber weil ich es genau weiß, wenn ich sage, 1 Karotte. Also, dann ist es 3, 4. Ja, okay. Das ist ja auch, ich hatte es echt blöd, aber das sind alles so Gründe, wo man mir alles schon im Hinterkopf haben, wenn jetzt ich sage, wie jetzt bei den Franchialkräuter, da gibt es ja bei uns ein Bewegungsmuster, wo wir Wert drauf legen, dass der Kunde das Pferd bewegt. Weil wir haben einfach der Meinung, ein Pferd, das hustet, muss noch bewusster bewegt werden und nicht wie die meisten, jetzt bewege ich es lieber nicht mehr. Das ist dann die Themen, warum dann der eine sagt, boah, die Kräuter sind super. Der andere hat die gleichen Kräuter und sagt, nein, die sind scheiße. Der andere hat andere Kräuter und sagt, boah, die sind aber auch scheiße. Aber wenn sie es, sagen wir beim Tagebuch, wenn man es aufschreibt, da haben wir Pferd hustet. Und wenn man es aufschreibt, wie oft also das Pferd bewegt hat, dann hatten die Besitzer selber drauf gekommen, dass es nicht nur an den Kräutern liegt, sondern auch an den Bewegungsmustern. Und es kann sein, dass bei dem, was so gut gewirkt hat, der vielleicht durch Zufall intuitiv an dem Tag das Pferd einmal wirklich richtig bewegt. So tun wir das auch. Das haben wir ganz offen beobachtet. Und eben, weil du vorhin aufs Kraftfutter angesprochen hast, du hast gesagt, wegen runter reduzieren. Also für mich ist Kraftfutter immer individuell aufs Pferd zu betrachten. Und es ist bei uns meistens schon so, wenn wir ein junges Pferd ins Training bekommen, dann steigern wir das nach und nach, also natürlich nach Bedarf. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Tinker Mix bei uns, der eh schon mit ein bisschen viel rund kam. Der kriegt jetzt natürlich eher ein bisschen reduziert und haben wir jetzt aus Heu reduziert, dass der einfach auf ein normales Maß kommen kann. Wenn ich aber jetzt zum Vergleich einen Appaloosa nehme, der gerade extrem auch nochmal wächst und einfach zu dünn ist, dann erhöhe ich da schon Stück für Stück. Genau. Ich bin mir aber sicher, wenn der 2,5 Monate bei uns ist, werden wir wieder runtergehen, weil er dann einfach einen Punkt erreicht hat, wo ich sage, so, und jetzt bevor der zu dick wird, müssen wir wieder runterfahren. Aber das ist halt immer sehr individuell zu betrachten und ich hoffe, dass da dem Endkunden auch oder dem Pferdebesitzer bewusst ist, dass das individuell zu betrachten ist oder auch den Stallbetreibern. Du kannst nicht sagen, jedes Pferd kriegt jetzt eine Schippe, weil das wird nicht funktionieren. Genau das probieren. So wird es auch gehandelt. Es wird immer alles gleich gemacht und es ist ja genau der Connectus Clausus. Es kann nicht funktionieren. Und wenn du jetzt einmal drüber nachdenkst und schaust einmal die Einstellbetriebe an, da ist ja alles bunt gewürfelt. Vom Vollblut, übers Warmblut, der Appaloosa, als Kaltblut. Ja.
ein Criollo dazwischen drinnen vielleicht noch. Dann vielleicht haben wir leider Gottes auch ganz oft Shetland-Pony mit drinnen in der gleichen Lehre. Das sind jetzt nur die Rassen. Und dann geht es ja weiter eben mit dem ganzen Alter, was wir im letzten Tag auch schon gehabt haben. Ja. Der Mehrbedarf von den Jüngeren, der Mehrbedarf von der Zeit, wo sie angeritten werden, der Mehrbedarf oder anderer Mehrbedarf, verlagerter Mehrbedarf bei Senioren dann oder wenn es in die Richtung steuern, Senioren. Und das Problem ist halt wirklich, es kommt alles in eins ein. Ja. Und das ist genau der Knacktus Clausus, weil sie nicht individuell behandelt werden. Also wenn ich bei uns das Fütterungsmanagement ein bisschen durchdenke, allein zum Vorbereiten, weil wir bereiten das schon vor in Eimer, dass es halt dann, wenn gefüttert wird, relativ einfach geht und das jeder machen kann, theoretisch. Aber wir machen uns da wirklich Gedanken und wir haben Pläne, das wird aufgeschrieben, morgens kriegst du zum Teil was anderes als abends, die Menge variiert und ja, es jedes wird von jedem Einzelbetrieb eigentlich, ehrlich, Kerstin. Aber wenn ich das, muss jetzt schon wieder fast böse sein, aber wenn ich das nicht leisten will als Einstellbetrieb, dann weiß ich nicht, theoretisch macht man es ja schon auch, weil wir diese Tiere sehr gern haben, auch als Einstellbetrieb. Natürlich muss ich davon leben, dass ich nicht jemand anderen das Hobby finanzieren kann, ist auch klar. Ja. Aber da muss ich entweder die Stallmiete erhöhen, dass man das wieder leisten kann oder mir Gedanken machen. Also es ist so meine Sicht. Ich kenne jetzt viele Aktivställe, da ist das ganz toll mit einem Chip gespeichert, weil dann kann der reingehen und soll sich das holen, was er braucht und auch verschiedene Müsli-Sorten oder rein Hafer oder wie auch immer. Also da kann man verschiedene Sachen wählen. Und das wäre schon was ich mir persönlich wünschen würde. Das ist eine coole Sache, wo wir noch eine Ausbildung damals recherchiert haben. Da haben wir ja unterschiedliche Aufgabenstellungen damals gehabt. Jeder hat auch andere Stallhaltungsbedingungen gehabt. Ne? Und da haben wir auch in das Thema gehabt mit den Chips. Ja. Und da haben wir dann auch festgestellt gehabt, und da muss man auch wieder aufpassen. Für einen Aktivstall ist auch nicht jedes Pferd geeignet, weil da gibt es schon welche. Und ich schwöre dir, ich hätte so eine, unsere Leitstute, die waren nicht Kunstbesitzer, wenn das nicht nach Kilos geht, sondern nach Zeit ist, weil ich meine, nicht kannst du, glaube ich, irgendwie einstellen. Ja. Die Giert. Die Giert. Die peilt sich das so dermaßen ein. Ja. Weil normalerweise sagt man im Durchschnitt, durchschnittlich, braucht ein Pferd 40 Minuten für ein Kilo Heu. Aber wir haben so viele Pferde, wo wir das schon alles gemessen haben, wo wir immer sagen, können wir hinten gar nicht liegen. Also da haben viele dabei, die schaffen, ein Kilo auf 20 Minuten reinzutun. Da wiederum kommt es aber dann auch wieder drauf, oh, vom Heu habe ich ein Heu, was so lang ist, oder habe ich ein Heu, was in der Länge ist. Ja. Wo wir dann wieder bei der Heuqualität bei dem Thema haben, eben dann mit dem Lignin, mit den Leberwerten zum Beispiel. Das ist ja einmal so ein Thema, wo sie oft in der Reise habe, dieses Thema. Die Ärzte sagen da, haben sie jetzt eher selten das Thema, dass Leberwerte exportieren vom Lignin. Fürs Verständnis, Lignin ist dann drin, wenn es Heu sehr überständig ist. Okay. Das erklärt sich aber natürlich dummerweise so sehr weit verbreitet. Aber da haben wir doch im Frühling zur Erntezeit das Problem gehabt, dass es extrem begregnet wird. Ja. Und jetzt ist doch das Heu relativ spät teilweise geerntet worden. Ja. Und somit wird halt auch ziemlich übertriebig. Somit auch ein erhöhter Anteil an Lignin. Ist jetzt eigentlich nicht wirklich dramatisch, aber wenn man es im Ganzen betrachtet, eben die falsche Fütterung, was er vorher gehabt hat, ja, wo ich alles kreuz und quer reintue, als Kraftfutter nicht berücksichtige vor der Heufütterung, dann das Heu noch mit dazu, dann habe ich vielleicht gerade noch die Wurmpasten gehabt. Durch das alles muss ich die Leber arbeiten. Wo es dann halt immer noch nicht zu viel wird, wo wir halt da wieder bei den Themen haben, die wir so gehabt haben, die Symptome, ja, Strahlfäule, Sommerekzem, Mauke. Wo sich der Kreis dann einfach wieder schließt dann irgendwo. Ne? Das heißt, wünschenswert wäre einfach auch der Pferdebesitzer, der, ich bin mir sicher, dass sich die meisten sehr viele Gedanken machen, also so habe ich unsere Kunden, ja, die einfach, wenn wir das Aufnahmegespräch haben, es ist ein Wahnsinn, was die mir schon alles erzählen können, einfach über das Verhalten und über die Art vom Pferd. Und das würde ich mir so viel mehr auch wünschen. Aber vor allem, dass man nicht einfach nur Dr. Google fragt, sondern sich an Ernährungstherapeuten wendet, um einfach
eine gute Beratung dann auch zu haben, das Pferd entsprechend einstellen zu können. Vielleicht ist es auch nicht immer bequem, weil man vielleicht einfach mal nochmal überdenken muss, kann man was umstellen, muss ich mir vielleicht einen anderen Stall suchen. Also es ist ja viel dran. Bequem. Okay? Aber ich bin an jeden Kunden dankbar, der in die Beratung kommt. Einfach aus dem Grund. Jeder Kunde, der sich an uns wendet, wissen wir mehr, dass wieder einer mehr ist, wenn du sagst, der muss sich schon mal Gedanken drüber machen. Ja. Weil sonst würde er sich ja gar nicht melden. Weil diese wünschen wir, dass öfter über einen Schatten springen. Mhm. Und klar, wenn du auch sagst, ab und zu mal schlucken bei Dingen, wo man mehr erhält, und das bin ich mittlerweile bekannt, einmal dagegen springen müssen und sagen, das ist jetzt nicht. Es passt. In Ordnung, es passt nicht, weil wir sprechen mal fürs Pferd. Es hört sich jetzt dumm, aber wir haben mehr Sprache drauf. Und dann, wenn man sagt, hey, lieber Pferdebesitzer, Bonto, könntest du da was tun? Mhm. Und das wird halt nicht immer so sein. Aber da klären wir immer mehr auf und schauen, dass wir wirklich das verbreiten können und auch Anlaufstellen eben anbieten können, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Romy, ich habe dich ja schon beim ersten Talk gefragt, wenn du dir etwas für die Pferdewelt wünschen könntest, was es wäre. Hast du vielleicht noch eine zweite Anmerkung, was du dir wünschen würdest für Pferde, für Pferdebesitzer, für okay. Also all das durch Respekt und Vertrauen. Genau. Da wünsche ich mir einfach, dass sie mal mehr der Vertrauen zu einem Fachpersonal haben, sich Fachpersonal holen und ganz viele in Ernährungsberatungen gehen, in kompetente Ernährungsberatungen. Eben mit Kupfschmidt, mehr zusammenarbeiten mit Tierärzten, mit Trainern, dass das Ganze mal alles rund läuft. Das wünsche ich mir für die Pferdewelt. Vielen Dank dafür. Okay, also das hört sich an. Ich hoffe, euch hat der Talk genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr noch Infos zu Romy und Firma Indoform haben möchtet, die Infos blenden wir euch natürlich ein. Ich freue mich schon auf den nächsten Talk. Bis bald.